lässt mich immer wieder den Falschen finden oder die Falsche finden? Das ist eine Frage, ja, die kriege ich immer wieder gestellt im Coaching. Und ich würde gerne ein Experiment wagen und mal wieder meine Karten dazu befragen, ob es da so bestimmte Informationen gibt für dich, für euch, die euch da in dieser Sache hilfreich sein können. Ne? Wir schauen einfach mal, was da kommt. Die Hauptlegung mache ich mit dem Gilded Tarot von Ciro Marchetti und ihr bekommt dann am Schluss noch eine schöne Karte oder eine schöne Botschaft aus dem Heilorakel der Engel von der Doreen Virtue. Und vorher begrüße ich dich noch ganz herzlich, begrüße euch ganz herzlich. Schön, dass ihr da seid. Freue mich natürlich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ihr denkt dran, es ist eine allgemeine Legung, ne? Also gerade bei solchen Fragen ganz genau hinschauen, ganz genau reinspüren, ob das, was ich sage, tatsächlich stimmig sein kann für dich. Und wenn nicht, dann verwirf es bitte einfach. Ne? Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die auf einen Mann schaut. Und ganz lieben Dank für all eure Likes, Kommentare, Abos, fürs Teilen meiner Videos. Vielen herzlichen Dank für all diese Zuwendung. So, wir schauen mal, was ich da jetzt zeigen mag. Ich bin da sehr gespannt. Glaubt mir das, genauso wie ihr wahrscheinlich. Die Kamera wieder richtig positionieren. So, und dann schauen wir einfach mal, was das... die geistige Welt uns dazu sagen möchte. Und ich würde gar keine langen Umschweife machen, sondern möchte eigentlich gerne gleich zum Thema kommen und habe mir gedacht, ich mache drei Botschaften, die ich dann vertiefe. Du kannst dir alle anhören, du kannst aber auch dich für eins, zwei oder drei entscheiden, wie du möchtest. Bei den Auswahlorakel gebe ich immer zu bedenken, dass man sich täuschen kann, ne? Dass es sein kann, dass man genau die verpasst, die eigentlich zu einem bestimmt, für einen bestimmt gewesen wäre. Deswegen mache ich zum Beispiel Auswahlorakel auch schon gar nicht mehr mit einem bestimmten Deck oder mit drei Decks, sondern mit nur einem Deck, damit eben genau das nicht passiert, weil manche suchen sich dann halt einfach das Deck aus, das ihnen am besten gefällt. Muss aber nicht die richtige Botschaft drin gesteckt haben für einen. Ja? Insofern, ich mache es jetzt nur mit einem Deck und bitte euch einfach an, auch dabei zu bleiben und euch alles anzuschauen. So, da bitte ich jetzt die lichte geistige Welt um drei Botschaften auf die Frage, was meine Zuschauer und meine Zuschauerin immer wieder den falschen Partner, den falschen Kontakt, wen auch immer finden lässt. Das ist immer so scheint, als sei das Gegenüber der Verkehrte. Botschaft 1, Botschaft 2, Botschaft 3. So, Botschaft Nummer 1. Da kommt der Turm. Schauen wir mal. Was wollte uns da genau sagen? Worum geht es bei dem Turm? In Bezug auf diese Fragestellung. Da kommt das Ass der Münzen, der Hierophant und die Sieben der Stäbe. Also diejenigen, die sich hier für den Stapel Nummer 1 entschieden haben oder dafür in Resonanz gehen. Ich glaube, da geht es um Menschen, die eine Verlassenheitswunde in sich tragen oder ein Muster, das immer wieder mit Abbruch, mit Verlust, mit schon gar nicht entstehen. Also ich kriege so rein, dass es oft schon gar nicht mal überhaupt so weit kommt, dass etwas Gescheites entstehen kann. Ne? Dass es vorher schon immer wieder kaputt geht. Also wenn du hier in Resonanz gehst, dann ist die Antwort auf deine Frage hier, was dich immer wieder den Falschen finden lässt, ist, du findest hier nicht den Falschen. Sondern du findest immer wieder Männer oder Frauen, die dich ein bestimmtes Turmerlebnis
Na? Immer wieder wiederholen lassen. Und das ist natürlich fatal, weil es nicht um den Partner geht, den du da kennenlernst, sondern es geht erstmal ursprünglich oder ursächlich darum, dass du diese Urwunde rausfindest. Wo ist der Ursprung für diesen Turm? Wo bist du mal verlassen worden? Wo ist ein Ende einer Situation mal sehr, sehr schmerzhaft gewesen? Ja? Und wahrscheinlich, das ist zumindest von der Psychologie her der Ansatzpunkt, wahrscheinlich ist es so, dass ihr einfach bestimmte, ein Trauma noch nicht verarbeitet ist, dass da bestimmte Schmerzen noch nicht verarbeitet sind, dass das einfach noch nicht aufgelöst ist und dir letztendlich das Universum immer wieder jemanden hinstellt, dich immer wieder in diesen Schmerz schickt, in der Hoffnung, dass du irgendwann mal an die Ursache gehst und es auflöst. Das ist eine Situation, die erlebe ich auch bei Frauen, aber ich erlebe sie viel häufiger bei Männern. Na? Weil Männer tendenziell, also das ist zumindest meine Erfahrung, ich kann das nicht empirisch belegen, aber meine Erfahrung ist es, dass sie schneller wieder in neue Partnerschaften gehen, dass sie sich seltener Verletzungen tatsächlich intensiv anschauen und gar nicht wissen, was sie da oftmals mit sich noch rumschleppen. Also hier ist ganz klar die Botschaft, schau dir an, wo die Urverletzung ist, für das Thema verlassen werden oder nicht zustande kommen, Zerstörung einer Beziehung oder Partnerschaft, ja, etwas in diesem Bereich. Ich frage mal noch tiefer, eins gehe ich noch tiefer. Da haben wir den Narr, den König der Kelche, ja, und die Sechs der Kelche. Das kann hier sehr gut sein, dass es tatsächlich, wie so häufig, entweder mit der Kindheit zu tun hat oder aber auch mit einem Seelenpartner, wo hier mal ein Neuanfang einfach gescheitert ist. Ja? Also, dass hier tatsächlich noch in deinem System eine Information steckt, die nach Trauma riecht, wo du eine so starke Verletzung erfahren hast, die noch nicht ganz verarbeitet ist und die hier immer wieder nach Wiederholung schreit. Und du dir insofern zwar immer wieder die Falschen suchst, um eine tatsächlich liebevolle Partnerschaft zu erschaffen, aber nicht in dem Sinne falsch, dass du nicht erstmal darauf hingewiesen wirst, hey, bevor du das überhaupt haben kannst, muss hier noch was aufgeräumt werden. Dann darfst du nochmal hinschauen. Da ist noch etwas nicht ganz verarbeitet, noch nicht ganz in Frieden, noch nicht ganz geheilt. Und deswegen wird es wahrscheinlich auch so weitergehen. Na, wenn du damit nicht aufhörst, wird es wahrscheinlich so weitergehen. So werden auch die folgenden Männer oder Frauen dich immer wieder auf diese Urwunde hinweisen. Ich kriege hier auch rein, dass es eher aus diesem Leben ist. Es ist tatsächlich etwas, was du hier in diesem Leben erst erlebt hast. Das hast du nicht mitgebracht, sagt das, kriege ich hier rein, ne? So, die zweite Botschaft, die 9 der Münzen, ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Karte, eine sehr schöne Aussage, aber jetzt schauen wir mal, was die Botschaft ist in Bezug auf diese Frage, was lässt dich immer wieder den oder die Falsche finden? Da haben wir die 10 der Münzen. Den Ritter der Stäbe und den Herrscher. Also hier kriege ich mehrere Möglichkeiten rein. Das erste ist, der erste Impuls, als ich die erste Karte gesehen habe mit den 9 der Münzen, kam bei mir sofort
Du willst gar nicht wirklich jemanden. Ne? Du bist eigentlich glücklich und zufrieden mit deinem Leben und dafür sprechen auch die 10 der Münzen, ne? Und auch der Herrscher, dass ich sage, du hast im Prinzip eigentlich, dein Leben ist erfüllt, du hast alles, was du brauchst. Das Einzige, was vielleicht ab und an unterversorgt sein könnte, sind sexuelle Bedürfnisse, ne? Aber damit findet man natürlich auch in der Regel nicht den Partner fürs Leben. Ne? Also das glaube ich, diejenigen, die bei mir schon länger zuschauen, das habe ich schon x-mal gesagt, Sexualität ist kein Bindemittel für eine langfristige Partnerschaft und in der Regel auch ein schlechter Anfang. Aber bitte, das darf jeder so handhaben, wie er möchte. Da dürfen mich auch die ein oder anderen als altmodisch betrachten. Das hat gar nichts mit altmodisch sein zu tun, aber ich weiß, dass der ein oder andere es altmodisch sieht. Fakt ist, und das kann man in allen Beziehungsratgebern immer wieder lesen, wenn man zu schnell in die Sexualität rutscht beim Kennenlernen, dann ist meistens das Ende auch schon nahe. Ne? Es kann also hier sein, dass du auf einer mehr oder weniger bewussten Ebene sowieso niemanden suchst. Das kann hier sein und dass du dann halt auch immer Männer anziehst, die sich eigentlich nicht wirklich für eine richtige Partnerschaft eignen. Das ist Punkt 1. Eine andere Möglichkeit, die hier noch ist, ist, dass du dir das nicht bewusst bist, was du eigentlich willst. Ja, dass du eigentlich, also ganz viele Menschen haben ihre eigenen Bedürfnisse nicht wirklich auf dem Schirm. Das klingt jetzt ganz seltsam, das ist aber leider so. Ja? Sie suchen nach einem Partner und wenn du dann mal mit ihnen ein intensiveres Gespräch führst, dann stellt sich raus, dass sie eigentlich ihr ganzes Leben so eingerichtet haben, dass da gar kein Partner mehr Platz hat und dass sie das eigentlich auch gar nicht mehr wollen. Ja, so will ich das ja nicht mehr. Ja, das habe ich mir aber so nicht mehr. Ja, das ist aber der Punkt, ne? Wir haben unser Leben dann vielleicht schon auf eine Situation eingestellt, in die ein neuer Mensch zum Beispiel vielleicht auch gar nicht mehr reinpasst. Und das könnte ja auch nochmal das Thema sein, dass du dir dessen gar nicht bewusst bist, dass du eigentlich ein Leben führst, in dem ein fester Partner gar keinen Platz mehr hat. Und du deswegen nach außen auch Signale aussendest, die dir vielleicht auch gar nicht bewusst sind, die zum Beispiel dann eher oder der Stäbe anzieht, also kurzfristige Geschichten, ja? Etwas Kurzes. Du zeigst nach außen eine starke Unabhängigkeit und vielleicht nehmen dich Männer gar nicht als eine Frau wahr, die tatsächlich noch etwas Festes möchte. Das wäre also die zweite Variante. Jetzt schauen wir mal dann eins tiefer. Da haben wir die zwei der Stäbe. Na schau her, geht es um Entscheidungen. Da habe ich die 8 der Schwerter. Und den Pagen der Stäbe. Das ist jetzt genau der zweite Fall, von dem ich gesprochen habe. Und das ist nicht abwegig, das habe ich immer wieder in der Beratung. Dass jemand tatsächlich nicht weiß, was er wirklich will. Und wenn ich nicht genau weiß, was ich will, dann kann ich auch nicht das Richtige anziehen. Ich brauche ein konkretes Bild im Kopf. Ich brauche eine konkrete Vorstellung. Ich brauche eine konkrete Willensäußerung nach oben. Hier könnte es sein, dass es Menschen betrifft, die sagen, ja, eigentlich ist es allein total super und es geht mir super gut und so. Naja, es wäre schon nett, wenn vielleicht mal noch einer käme. Naja, dieses wenn vielleicht mal noch einer käme, ist eine ziemlich unkonkrete Äußerung. Und damit kann es dir tatsächlich passieren, dass dann halt auch irgendeiner kommt und nicht der, den du dir wünschst. Passt immer auf, was ihr euch wünscht, was ihr sagt nach außen, ne? was ihr konkretisiert, auch anderen gegenüber. Es gibt nichts Belangloses. Aber alles, was wir sagen, hört vor allen Dingen einer immer mit, nämlich unser Unterbewusstsein. Und unser Unterbewusstsein regelt in völlig überhöhtem Maße unser Leben. Ne? Also nach Forschungsergebnissen dürften etwa
8% von uns Bewusstsein und der Rest von uns ist uns unbewusst. Das ist Unterbewusstsein. Unterbewusstsein oder Unbewusstheit. Ja? Und das ist ein wichtiger Aspekt, weil wir ja immer alle denken, wir treffen so bewusste Entscheidungen. Ja, nein, so ist es leider nicht. Wir treffen ganz häufig Entscheidungen, die uns eben, dessen Konsequenzen uns nicht bewusst sind. Also hier wäre der Hinweis nochmal an diejenigen, die sich hier angesprochen fühlen, schaut gerne nochmal hin, was ihr tatsächlich für ein Bild im Kopf habt zum Thema Partnerschaft, ob das tatsächlich mit eurem Leben korrespondiert, ob das da reinpasst und wenn ja, was ihr nach außen transportiert. Es könnte sein, dass hier irgendwo etwas unkonkret ist oder ihr Falsches transportiert nach außen. Ja? Nach dem Motto, wenn ich was Falsches aussende, bekomme ich natürlich auch was Falsches. Also sprich, wenn ich eine falsche Vorstellung nach außen sende, dann bekomme ich genau diese Vorstellung, aber dann ist es halt, dann ist halt das Ergebnis was Falsches. Ja? So, und dann habe ich hier noch die 5 der Kelche. Ja, das ist auch ganz häufig ein Thema, das stimmt. Dass jemand einfach noch Altem hinterher trauert, noch nicht losgelassen hat von Altem und damit auch noch nicht wirklich frei ist für etwas Konkretes, Schönes, Neues, das dann tatsächlich auch was Stabiles ist. Ich schaue mal, was sie dir da sagen wollen, bevor ich da jetzt zu tief einsteige mit eigenen Worten. Was sagt die lichte geistige Welt dazu? Da haben wir die Königin der Schwerter, die 4 der Stäbe und die Stärke. Na, ich vermute mal, dass diejenigen, die hier in Resonanz gehen, etwas hatten, was sie jetzt nicht mehr haben, was sie sehr schmerzt, was sie sehr verletzt hat. Da steckt viel Verlust auf der emotionalen Ebene dabei. Und in Verbindung mit den 5 der Kelchen, glaube ich, geht es hier um Menschen, die wollen keine Verletzungen mehr, die wollen keinen Verlust mehr, die wollen kein Drama und kein Trauma mehr. Und es ist natürlich auch ein schöner Wunsch, den darf man auch haben. Ich persönlich glaube, dass das Leben nie frei sein wird von Schmerz und von Drama und von Verlust und solchen Dingen. Ne? Ich sage ja immer, wir dürfen kompetent werden im Umgang mit Trauma, mit Verletzung und so weiter. Denn das, solange wir mit anderen Menschen zu tun haben auf diesem Planeten, wird uns immer irgendjemand verletzen. Und halt in der Regel auch gerade die, die wir am meisten lieben, weil es halt auch ums Lernen geht, um sich entwickeln. Ne? Und die zeigen uns halt auch unsere eigenen Schmerzen auf. Und hier ist die Botschaft ganz klar, wenn du den Richtigen anziehen willst, dann darfst du rausgehen aus dieser alten emotionalen Fessel, die dich immer noch auf ein Drama schauen lässt. Was auch immer dieses Drama war. Ja? Eine Verletzung, ein Verrat, ein Verlust. Ne? Also raus aus diesen dich bindenden alten Emotionen. Denn sonst ist es ähnlich wie bei Stapel 1, wirst du immer wieder Menschen anziehen, die dich genau dahin schicken, weil das noch eine ungeheilte Wunde ist. Und auf der anderen Seite, was hier finde ich auch ein Aspekt ist, ist, wenn ich noch mit so viel Schmerz, mit so viel Trauer, mit so viel Mangel,
Na, hier geht es ja auch um den Mangel, in eine neue Partnerschaft reingehe, dann mag das sogar der Richtige sein, aber ich kann es nicht halten. Weil Mangel Mangel erzeugt. Weil ich ja, indem ich auf die falschen Kelche schaue, gar nicht sehe, dass da hinten vielleicht auch Fülle sein könnte. Weil ich vielleicht den neuen Partner immer durch die Brille des Alten anschaue und die Fülle gar nicht wahrnehmen kann, die der mir mitbringt. Also hier kann es sein, dass ich sogar durchaus einen richtigen hätte, richtig im Sinne von jemand, der mit mir bereit wäre, eine stabile Partnerschaft aufzubauen, der auch das Zeug dazu hätte, nur ich selber sehe es gar nicht, weil ich in die andere Richtung schaue, weil ich immer noch zurückschaue, weil ich immer noch im Alten bin. Das sind Selbstsabotageprogramme, die da drin stecken auch. Ja? Auch ein Thema, was sehr verbreitet ist. Da braucht es wirklich Kappen der alten Seile, ne? Dessen, was dich noch in der Vergangenheit festhält. Was sagen die da oben noch dazu? Ja, setz dich in dein Boot und steuer neue Ufer an. Weg aus der alten Welt, raus aus dem Alten. Achte dabei auch auf deine Kommunikation und sorg dafür, dass sich das baldigst vollzieht. Ja? Es ist manchmal nur eine Entscheidung. Zu sagen, so jetzt ist Schluss, jetzt lasse ich das Alte los. Ich will in was Neues. Ich habe hier eine schöne neue Partnerschaft verdient, was Stabiles. Aber dafür muss ich die Leinen kappen. Ja, und das scheint auch eine Lernaufgabe zu sein. Also hier geht es auch nochmal um Loslassen. Loslassen der Vergangenheit. Definitiv. Und das entscheidest du. Du entscheidest, wann du aufhören willst, hier zu leiden. Ne? Etwas ist vorbei und jetzt ist es wirklich eine mentale Aufgabe zu sagen, und jetzt höre ich auf zu leiden, ich gehe aus dieser Energie raus. Denn das bringt mir nichts mehr. Ne? Damit halte ich nur etwas am Leben, was schon nicht mehr ist. Das ist eine Form von Selbstgeißelung, ne? Drama aufrechterhalten. Und können Schuldprogramme dahinter stecken? Durchaus möglich, ja. Wenn man etwas nicht loslassen kann, kann tatsächlich ein Schuldprogramm dahinter stecken. Könnt ihr auch mal reinspüren. Also das waren jetzt schon ganz wichtige Hinweise, finde ich. Also ich persönlich, weiß nicht, wie es euch geht, schreibt es in die Kommentare, aber ich fand diese Legung sehr wertvoll. Sie hat meines Erachtens gerade Hauptpunkte, gibt es noch mehr, aber Hauptpunkte getroffen, die bei dieser Thematik eine Rolle spielen. Wenn du den vermeintlich Falschen oder die vermeintlich Falsche findest, dann sind es oft diese Themen, die jetzt hier auf dem Tisch liegen. So, und jetzt gibt es noch, wie versprochen, aus dem Heilorakel der Engel eine schöne Botschaft für dich, die du dann mitnehmen kannst. Ich bin gespannt, was sie dir sagen. Wenn du nicht an Engel glaubst, dann zieh es einfach als Botschaft der Karten oder der geistigen Welt oder Gott oder wer halt für dich einfach hier maßgebend ist. Eine Botschaft zu diesem Thema, bitte. Die Manifestation kommt da. Die Manifestation. Und schauen wir mal, was die Manifestation uns sagen will. Als Bedeutung der Karte: neue Möglichkeiten, Gelegenheiten und Fülle eröffnen sich dir. Mache dir bewusst, dass du all diese Geschenke in diesem Moment erfahren kannst. Die von dir erhofften Ziele sind dabei, sich zu verwirklichen. Vielleicht werden sie sich auf eine andere Weise manifestieren, als du es erwartet hast. Doch werden die Belohnungen, die du dir so sehnlichst wünschst, wie zum Beispiel Gefühle von Frieden, Sicherheit und Glück, genauso eintreten, wie du sie erbeten hast.
Bitte deine Engel, dir zu helfen, Vertrauen in deine Fähigkeit zu haben, Dinge und Ereignisse zu manifestieren. In diesem Vertrauen kannst du gemeinsam mit Gott alles erreichen. Dies ist ein Prozess, in dessen Verlauf sich alle Gedanken in greifbare Form verwandeln. Zunächst beginnen sie als eine Idee, geboren aus der einen göttlichen Quelle. Dann ruft die Idee ein Gefühl hervor. Falls das Gefühl liebevoll und nährend ist, erschaffen die Idee und das Gefühl gemeinsam den Embryo der Manifestation. Du nährst deine neugeborene Idee, indem du an sie glaubst und der schrittweisen Anleitung folgst, die Gott und die Engel dir durch Gefühle, Träume und Visionen geben. Schaut, das ist genau der Punkt. Manifestation funktioniert immer. Sie funktioniert immer. Nur sind unsere Gedanken oft nicht rein auf das ausgerichtet, was wir tatsächlich wollen. Sondern es, gerade in diesem Fall sind unsere Gedanken voll mit Trauma, mit Traurigkeit, mit Drama, mit Verletzung, mit ich weiß nicht was. Ja? Und was, wozu führt es? Ich erreiche immer genau davon immer mehr, weil ich meine ganze Energie darin reinlege. Also achtet drauf, was ihr euch manifestiert. Und manchmal manifestieren wir uns genau das, was wir eigentlich nicht haben wollen und sagen dann, ja, das ist aber das Falsche. Also achtet da wirklich drauf, ich kann es euch nur sagen, ich weiß es aus eigener Erfahrung, oft sind diese Gedankengänge auch unbewusst, dann holt euch jemanden, der euch dies bewusst macht, das kann auch eine gute Freundin sein, ne? Das muss nicht immer gleich ein Therapeut oder Coach oder so irgendwas sein, sowas kann man auch mit einer Freundin erreichen. Aber achtet wirklich drauf, ob das, was ihr in Gedanken, die Bilder, die ihr im Kopf habt, ne, ob die tatsächlich das wiedergeben, was ihr euch wünscht. Und wenn da in Gedanken noch das alte Trauma hängt und ihr noch gar keinen Platz habt für einen neuen Menschen im Kopf, dann wundert euch bitte nicht, wenn der auch noch nicht kommt. Ja? Also ich wünsche es euch von Herzen, möge jeder den oder die finden, die euer Herz erfüllt. Und ja, ich wünsche euch noch einen super schönen Tag. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.